Ach nee, oder? Hä? Oh, wir haben jetzt gerade Ravus besiegt, da kommen schon die nächsten Halunken. Ja, mein Freund, was ist denn mit dir los? So wird ich das habe nichts. Geblockt. Nicht weniger. Noct, du musst alleine weiter. Was? Wenn du die Kraft des Kristalls hast, haben wir vielleicht eine Chance. Wenn du hier bleibst, sind wir alle verloren. Los, es ist unsere einzige Hoffnung. Aber was ist mit euch? Wir kommen schon klar. Los, Noct, geh! Ich glaube, alleine schaffst du es schon zum Kristall. Komm, wird es nicht langsam Zeit, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen? Was? Jetzt muss ich wieder alleine dahin? Okay, okay, okay. Leute, ihr schafft das, oder? Geht mir nicht drauf. Der Hangar wird abgeriegelt. Bitte vom Tor zurücktreten. Oh, so nah und doch so fern. Was? Renn, Junge, renn, 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 renn. Opfert seine Freunde für das Wohl der Welt. Ein wahrer Monarch. Tretet empor, euer Majestät. Renn. Oh nein, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Geh mir aus dem Weg. Dicker. Geh mir aus dem Weg. Ach. Geschafft. Oh Mann. Scheiße, wir müssen jetzt Tor die zurücklassen. Versiegelt. Wehe, ihr sterbt mir. Oh Mann, jetzt müssen wir wieder auf uns allein gestellt hier. Da hinten hört man noch die Geräusche des Kampfes. Ach Mann. Ob deine Freunde noch leben? Erinnerst du dich an alle, die bereits gestorben sind? Weißt du noch, was ihre letzten Worte waren? Wartet auf mich! Ich bin sofort wieder da! Macht er hier noch weiter mit seinem Psychoterror, aber hier ist es hübscher. Ich glaube, wir kommen langsam aber sicher zu diesem Arsch. Nur noch diesen Gang entlang. Nur noch diesen Gang entlang. Hoffentlich finde ich den Kristall da auch. Ich bin für alle die letzte Hoffnung. Oh shit, wo sind wir denn? Das sieht ziemlich geil aus hier. Okay, da hinten ist irgendwas. Da hinten ist auf jeden Fall sowas gut wie gemacht, ein Kristall. Knockt. Okay. Das gibt noch mal ein paar Das soll das Ding sein, was uns hilft. Tatsächlich berühren. Es war einmal vor langer Zeit. Eine Welt, die von einer unheilbaren Plage heimgesucht wurde. Ein kleines Mitbringsel des Meteors. Dunkle Parasiten befielen Eos und verwandelten ihre Wirte in seelenlose Monster. In Lucis lebte ein Mann, der die Kranken heilen konnte. Er bewahrte sie vor ihrem Schicksal
indem er Scharen von Parasiten in seinen eigenen Körper aufnahm. Doch ein missgünstiger König, selbst noch nicht erwählt, fürchtete sich vor der Selbstlosigkeit des Mannes und ließ ihn töten. Er denunzierte ihn als Monster. Ich heiße tatsächlich Arden, allerdings nur in Kurzform. Den Nachnamen habe ich ausgelassen. Arden Luces Kylum, mein Name. Von wem war nochmal der Name Isunia? Nocht. Dich als Sterblichen zu töten bringt mir gar nichts. Werde eins mit dem Kristall. Werde zum König des Lichts. Dann werde ich dich, den Kristall und die Kraft, zusammen vernichten und endlich meine lang ersehnte Rache nehmen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich amüsiere mich hier, bis du zurückkommst. Wie denen das einfach gar nicht juckt, was die mit dem machen. Und wir wurden vom Kristall gefressen. Oh mein Gott, in der Hoffnung, so die Welt von den Siechern zu befreien. Tja, das hat leider nicht geklappt. Wo sind wir jetzt? Strebe nach Macht. Bahamut hat gesprochen. Bin ich hier? Was ist aus den anderen geworden? Ja. Im Herzen des Kristalls. Dort, wo die Seele des Planeten ruht. Dieser heilige Ort birgt die Kraft, die der erwählte König braucht, um seine Bestimmung zu erfüllen. Was ist aus den anderen geworden? Sie harren unbeirrt deine Rückkehr, der Finsternis trotzend. Sie glauben an dich und halten an der Hoffnung fest, dass du dein Schicksal erfüllen wirst. Die göttlichen Sechs von den Pakten erweckt, sie alle haben auf diese Stunde gewartet. Nun liegt es an dir, Beharrlichkeit zu zeigen. Erfülle den Ring mit der Macht des Kristalls. Und wenn der Augenblick kommt, da sie vollständig in ihm ruht, wirst du dich zum wahren König des Lichts erheben. Erlöse dann den gefallenen Sohn Lucis von seiner Pein und gib der Welt ihr Licht zurück. Dies ist deine einzige Aufgabe. Okay, wer ist der gefallene Sohn wirklich? Das ist ja wahrscheinlich dieser Adian. Adian heilte die Sichenden und nahm die Parasiten der Finsternis in sich auf.
doch statt Krankheit brachten sie ihm ewiges Leben. Den Körper besudelt, vom Kristall verschmelzt, blieb dem einst selbstlose Retter die Regentschaft als König verwehrt. Seitdem wird er einzig vom Sinn nach Rache an den Lucis getrieben. Und so ward die Welt in Finsternis gestürzt. Doch erst wenn er dich, den vom Kristall erwählten und von dem alten Regenten beschützten König vernichtet hat, wird er Ruhe finden. Was ist diese Macht, von der du sprichst? Sie ist das einzige Mittel, mit dem der Unsterbliche gerichtet werden kann. Die Königswaffen und die Magie des Kristalls erheben dich sogar über die Götter. Mit ihnen vermagst du der gefallenen Welt Läuterung zu bringen. Doch um diese gewaltige Kraft zu entfesseln, ist ein Opfer vonnöten. Dein Leben für den Thron. Opfere dein Leben im Austausch für die wahrhaftige Kraft, dann wird alles ein Ende finden. Die Dunkelheit und ihr einsamer Gebieter werden weichen und Eos wird in neuem Licht erstrahlen. Entsage der Welt und den Freuden des Lebens, erfülle deine Bestimmung als Auserwählter. Sodann öffne dich dem Kristall, empfange die Kraft des wahren Königs. Unser Leben gegen das der ganzen Welt. Siegel des Schwertgottes. Mikage-Insel in einem Steinverlies. Wo sind wir denn? Und wie wir aussehen? Okay, die Taschenlampe haben wir auch nicht mehr. Umbra. Sie warten in Hammerhead auf mich? Das Schicksal des Auserwählten. Sie warten auf jeden Fall auf uns. So, fast Level 50 schon erreicht. Unsere Truppe, hoffe ich, wartet auf uns. Manometer. Wir haben auf jeden Fall die Kraft entfesselt. Kapitel 14. Heimkehr. Nachdem Noctis sein dunkles Verlies verlassen hat und ein wenig umhergewandert ist, findet er das Boot seines Vaters am Ufer der Mikage-Insel verteut. Dank Sids gründlicher Reparatur vor der Überfahrt nach Altissia, noch immer seetauglich,
Mit dem Boot bricht er auf zum Galdin-Kai, zurück zu seiner Heimat. Okay. Wie viel Zeit mag wohl vergangen sein? Niemand zu sehen. Wir sehen schon, dass einige Zeit vergangen ist. Er ist nicht mehr der junge Noctis. Aber jetzt haben wir unsere Taschenlampe wieder. Komm, Umbra. Sicher. Jetzt sind sie sogar in den Städten. Ja, aber Schwache. Schwächling. Wir scheinen ganz schön stark zu sein. Aber wir sehen, die Welt ist in völliger Dunkelheit. Sind bloß alle hin. Boah, hier hat er immer gesessen, oder? Ach, hier sind wir. Hier war das blühende Leben. Schwächling. Schwächling, geh mir aus dem Weg. Die sind etwas stärker. Was wollt ihr, kleinen Drecksviecher? Okay, komm. Ja gut, so wird das nix. So wird das nix. Heiltrank. Würdest du mal bitte den Heiltrank nehmen? Diese Scheißviecher, ey. Ja. Yeah. Ey, die sind so nervig. Mit ihren kleinen Scheißmessern. Echt wahr, ja? Echt wahr? Ach, da ist noch einer. Jetzt hör aber auf, jo. Okay, und weg mit dir. So, da verstecken sich überall noch welche, aber wir... Nee, gar keinen Bock auf die. Wir hauen jetzt hier ab. Hoffentlich geht es allen. Ey, was ist das denn? Hup, hup. Oh, 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 ja, 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 alles klar. Alles cool, Junge. Was zur Hölle ist mit... euch denn los, ey? Na, die halten glücklicherweise nicht so viel aus, aber boah, sind das abgewichste Pisser. Geht mir doch nicht auf den Sack. Ja. Ja, genau. Okay. Okay. Es reicht, oder? Es reicht, Jungs. Komm, du Pfeife. So.
Wir sind der Scheißkönig des Lichts. Wir können uns ja hier nicht alles gefallen lassen. Aber wie soll ich nach Hammerhead? Soll ich 3 Kilometer laufen oder was? Oh Gott, nein. Wo ist der Regalia? Bla bla bla, okay. Ihr verlangt doch nicht von mir, dass ich hier 3 Kilometer laufe. Ist das euer fucking Ernst? Der ist auf Stufe 84, geht's noch? Lauf, lauf, lauf. Wir sollten hier absolut schnell verschwinden. Wir können nicht schnell reisen. Hier ist Hammerhead. Bis dahin laufen oder was? Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Umbra, können wir mit dir irgendwie dahin? Nee. Leider nicht. Also wenn ich jetzt laufen muss, ey, dann mache ich hier erstmal eine Aufnahmepause und werde das irgendwann mal erledigen. Was willst du? Hau bloß ab. Ich blocke gar nichts. Ich hau hier ab. Macht mich nicht fertig, dass ich nachts hier... Hier, es lebt ja auch keiner mehr hier. So, welchen Weg müssen wir denn überhaupt einschlagen? Wir müssen rechts weiter. Da weiter. Toll. Was hast du, Umbra? Da kommt was. Oh. Ein Auto. Unsere Rettung, wenn wir nicht mehr laufen müssen.